Hallo YouTube und Filmfreunde, willkommen zu einer neuen Filmkritik mit mir. Und Next Dani. Ja, heute kommt das Review, auf das vielleicht einige von euch gewartet haben. Wir haben es ja angekündigt. Es geht heute um die Neuverfilmung des Klassikers Tanz der Teufel. Ja, es ist natürlich eines der heiß ersehntesten Remakes von uns. Von mir und Next Dani. Und wir waren heute im Kino und wollen euch jetzt mal unsere Eindrücke etwas näher bringen. Wir versuchen nicht allzu viel zu spoilern, allerdings spreche ich hier am Anfang gleich mal eine Spoilerwarnung aus. Es kann sein, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle mal etwas verplappern, sage ich mal, und nicht, dass ihr dann ja schon zu viel wisst am Anfang. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die einzelnen Punkte ein. Ich habe mir hier einiges aufgeschrieben und wir beginnen gleich mal mit dem Anfang des Films, der ja, wie wir alle wissen, im Original so beginnt, dass unsere Protagonisten in einem Auto unterwegs sind auf dem Weg zu dieser Waldhütte und ja, man sieht auch schon zu diesem Zeitpunkt das Böse durch den Wald schleichen, also diese Kamera, die sich halt schnell durch den Wald bewegt. Wir kennen ja alle diese Kamerafahrten. Und hier muss gesagt werden, dass der Anfang wirklich viel zu schnell zum Punkt kommt, sage ich mal. Also sie sind halt viel zu schnell schon an dieser Hütte und fahren da gleich hin und man sieht gar nicht, wie sie da hinfahren und sie kennen diese Hütte schon und alles ist bekannt, es hängen Fotos von ihnen in dieser Hütte rum. Ja, das ist halt so mal im Groben der Anfang und ich finde, dass dieser Anfang einfach zu schnell inszeniert wurde. Ist zumindest meine Meinung. Und jetzt, wie siehst du das? Ja, ich finde es auch viel zu schnell. Also man sieht ja aus weiter Ferne, wie das Auto da durch die Gegend fährt, aber man sieht es immer so in so Abschnittspunkten. Und dann sind sie auf einmal an der Hütte und ja, es wird wirklich nicht so wie im Original auf die Protagonisten eingegangen, so wie im Original, sie sitzen im Auto, sie reden, sie unterhalten sich und so weiter und so fort. Wie gesagt, sie fahren dorthin, es geht viel zu schnell und dann sind sie an der Hütte. So, das war das zu diesem Anfang, zu diesem Punkt. Ja, der nächste Punkt wäre der Hauptdarsteller oder auch die Hauptdarstellerin. Im Original war es ja Ash alias Bruce Campbell, den wir ja alle kennen und lieben. Hier hat man sich nicht wirklich entscheiden können zwischen zwei Hauptcharakteren, finden zumindest wir beide. Auf der einen Seite wäre mal diese Mia, die eigentlich in der Mitte sozusagen als Hauptfigur ausscheidet, sage ich mal, und der andere ist, ja, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, aber auf jeden Fall sieht dieser Typ aus wie Bruce Campbell. Also vom ganzen Gesicht her und vom Outfit her sieht er wirklich Bruce Campbell und Ash halt zum Verwechseln ähnlich. Und das hier soll wohl so eine Art Ersatz sein und das ist halt mir gleich aufgefallen. Und Next Dani auch, und er kann halt diesen Posten nicht wirklich halten, oder wie siehst du das? Ja, er sieht wirklich vom Outfit, also sprich vom Hemd alleine schon, wirklich aus wie Bruce Campbell, ja, den Ash verkörpert mit diesem blauen Hemd, was er ja im Original anhat, hat er auch, also sprich dieser Darsteller hier im Remake an. Allerdings glaube ich, im Original hat Bruce Campbell immer geschlossen und hier hat es dieser Typ irgendwie offen. Und ja, diese Mia ist ja mit diesem Typen verwandt im Film, also sprich, sie sind Geschwister. Ja, dann der nächste Punkt. Ja, der nächste Punkt wäre die allseits bekannte Baumvergewaltigungsszene. Ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein ausschlaggebender Punkt von diesem Film, sage ich mal. Also das trägt halt nicht wirklich zum Film bei, zur Handlung, zum Plot. Aber man sollte vielleicht auch in diesem Review darüber geredet haben.
Also im alten Film war diese Szene ja recht ja, billig gemacht, sage ich mal. Also die Bäume haben halt so, ja, die Äste haben halt so gezittert, während sie sich um die Protagonistin rumgeschlungen haben. Und ja, es war irgendwie alles etwas billig in Szene gesetzt, was ich aber nicht schlecht gefunden habe, sage ich mal. Hier haben wir es halt so, dass die Szene viel aufwendiger gemacht wurde, was auch auf den kompletten Film zutrifft. Also hier merkt man halt einfach, dass das Budget viel höher war und im Millionenbereich war. Ja, also ist wie gesagt technischer in Szene gesetzt worden, diese Szene. Und hat mir eigentlich auch von der Inszenierung sehr gut gefallen. Ja, wie siehst du das? Ja, diese Baumvergewaltigungsszene. Im Original spielt diese Szene ja bei Nacht, wo die Protagonistin durch den Wald rennt und dann plötzlich in diese Äste gerät und von diesen Bäumen sozusagen vergewaltigt wird. Hier im Remake spielt die Szene am Tag und ja, sie wurde wirklich, ich sag mal so, sie wurde aufwendiger gedreht, sie wurde auch etwas auf Hochglanz poliert. Und das Einzige, was für mich den Unterschied auch noch ausmacht, ist dass im Original liegt diese Frau auf dem Boden und wird eben von den Ästen da irgendwie misshandelt. Im Remake steht sie weiterhin auf ihren Füßen und was dort noch passiert, will ich jetzt nicht sagen, es wäre zu viel gespoilert, also lasst euch dann dort überraschen. Ja, der nächste Punkt wäre eigentlich gar kein so ein wichtiger, beziehungsweise fällt es vielleicht manchen nicht auf, aber mir und Nextani fällt es halt einfach in den letzten Filmen, die so herausgekommen sind, ja, wie gesagt, ist es halt immer wieder aufgefallen, dass immer mehr Fäkalsprache benutzt wird. Und uns stört halt einfach dieser Punkt wirklich ziemlich, da das wirklich nicht sein muss und eigentlich viel vom Charme des Films nimmt. Also er soll natürlich nicht wie auf Original getrimmt sein, dieser Film, aber es kommt wirklich in jedem verdammten, verfickten, Fotzenfilm kommt das vor, wenn ich das mal so sagen darf, mit Augenzwinkern. Und es ist halt einfach nicht nötig in meinen Augen. Ja, es stimmt wirklich. Also hier haben wir ja ein sogenanntes Remake zu einem absoluten Klassiker. Und es kommt im ganzen Film, ich glaube sogar fast schon von Anfang, so gut wie möglich von Anfang bis Ende immer wieder mal vor, dass wirklich Fäkalsprache bis zum geht nicht mehr benutzt wird. Da sind Ausdrücke wie komm her, du Fotze und alles Mögliche, du Arschloch und Wichser und keine Ahnung was, kommt alles vor. Also da müsst ihr, wenn ihr sowas nicht mögt, müsst ihr damit leben. Aber ja, das war ein Punkt, der hat mich und Silentium wirklich schon etwas gestört. Ja, wie gesagt, also auch aufgrund dessen kommt halt allgemein die Atmosphäre leider nicht so gut rüber wie im Original. Ja, die Story wurde natürlich auch etwas abgewandelt, wie man halt auch schon in diversen Kritiken lesen hat können. Im Original war es ja die allseits bekannte: Wir fahren in den Urlaub, also in die Hütte, in den Wald und haben Spaß und so weiter. Es war halt die Story. Und diese wurde jetzt hier eingetauscht gegen einen Drogenentzug. Die Hauptperson, die Mia, leidet halt an einer Drogensucht und will versuchen, diese in dieser Hütte auszukurieren. Ist eigentlich ein recht interessanter Aspekt, die Geschichte mal so umzugestalten, finde ich aber nicht ganz so gut für ja, für den Verlauf des Films, sage ich mal. Also wenn man diese Urlaubsstory nimmt, da ist halt alles irgendwie unbefangener und unvoreingenommener und da herrscht noch nicht so eine trübe Stimmung schon über allem und ja, man kann es schwer erklären. Ich finde halt einfach die Urlaubsstory an dieser Stelle besser. Ja, da hast du auch recht, die Urlaubsstimmung oder die Urlaubsszenen oder wie auch immer im Original sind einfach besser. Denn diese Drogenthematik sicher, es war ein Punkt, es ist ein neuer Aspekt, ein neuer Punkt, den finde ich auch nicht schlecht.
Nur jetzt verrate ich es und hier nochmal eine Spoilerwarnung. Durch diese Drogenthematik, was dort vorkommt, wird auch mal darauf hingewiesen, dass sich diese Mia gewisse Sachen einbildet. Also ziemlich zum Anfang des Films. Also wenn irgendwas Spezielles passiert, dann heißt es hier, ja, aufgrund ihrer Drogensucht, sie hat sich da von ihrem Entzug her irgendwelche Fantasiegebilde einbilden müssen oder sonstiges. Also das war schon so ein Punkt. Ja, dann kommen wir mal auf die Gewalteffekte zu sprechen. Das ist ja auch ein Punkt, der viele von euch interessieren dürfte. Von den Splatter-Szenen her finde ich, dass er im Vergleich zum Original etwas mehr zeigt an Gewalt, allerdings oft zu exzessiv und das gleitet manchmal wirklich schon in regelrechte Gewaltarien aus, sage ich mal. Und das wird halt einfach bis zum geht nicht mehr zelebriert und das nimmt halt viel Zeit vom eigentlichen Plot des Films. Also da verliert er eigentlich die eigentliche Geschichte etwas aus den Augen und konzentriert sich zu sehr auf das. Hab zumindest ich so empfunden, aber mir ist natürlich klar, dass in einem heutigen Remake mussten halt einfach viele Splatter-Effekte vorkommen, sonst wird das Publikum nicht befriedigt oder was weiß ich. Ja, also von den Splatter-Effekten selber her sind sie allerdings sehr gut gemacht, muss man wirklich sagen, und es kommt wirklich, boah, also ich war überwältigt von den Splatter-Effekten. Ja, also du hast es gerade gesagt, die Splatter-Effekte überwiegen wirklich an einigen Stellen in diesem Film. Es wird auch gnadenlos sozusagen mit der Kamera draufgehalten, also da wird kaum was verschont. Man sieht wirklich jeden Einstich, jeden noch so kleinen Schnitt sozusagen. Und ja. Ich werde euch mal ein kleines Beispiel geben. Man hat schon etwas im Trailer gesehen, wo dieser Langhaarige, der mit der Brille angegriffen wird, wo auf ihn eingestochen wird mit so einer Spritze oder so. Und dann wird eine Nahaufnahme gezeigt, wie er sich unter dem Auge oder im Auge, unter dem Auge, glaube ich, war es, diese Nadel oder abgebrochene Nadel dann wirklich aus der Haut, aus dem Auge rauszieht. Also da wird wirklich übelst draufgehalten. Bis zum geht nicht mehr. Und ja, also für Gorehounds, für richtige Splatter-Fans sozusagen, ist dieser Film wirklich so schon zum Empfehlen. Ja, allerdings wird wie gesagt an manchen Stellen übertrieben, was auch bei den Verstümmelungen bei den Menschen selber anfängt. Also es ist natürlich allgemein bekannt, dass solche Horrorfilme nicht sehr realistisch sind, was die Widerstandsfähigkeit eines Menschen betrifft sozusagen. Aber hier ist das wirklich so dermaßen unrealistisch, sage ich mal. Also hier wird auf einen Mann mit einer Eisenstange eingeschlagen, es werden ihm Nägel reingeschossen und was weiß ich noch alles. Und er kann dann immer noch einen Vorschlaghammer heben und einen Dämon damit angreifen. Und also das ist einfach medizinisch unmöglich und finde ich halt einfach zu unrealistisch. Ich bin nun mal keiner, der bei sowas auf eine großartige Logik achtet, aber das habe ich doch wirklich zu sehr übertrieben empfunden. Ja, da hast du auch völlig recht, denn ich meine, ein Mensch kann schon viel aushalten. Ja, es ist wirklich so. Also der menschliche Körper ist wirklich eine faszinierende Maschine. Allerdings in diesem Film, also dieser Typ muss Sachen aushalten, das ist nicht möglich. Wie du es gerade gesagt hast, ihm werden Nägel reingeschossen. Ihm wird eine Brechstange in die Fresse gezogen, über den Schädel, keine Ahnung, noch was. Er wird halb abgestochen und weiß der Geier, was mit diesem Typen noch alles passiert. Und
er steht irgendwie immer wieder auf. Und ja, wie du es gerade gesagt hast, schwingt dann noch einen Hammer oder einen Vorschlaghammer, irgendwie sowas. Es ist nicht möglich, vor allem mit diesen Verletzungen. Es ist nicht möglich. Auch wenn ich mit Adrenalin vollgepumpt bin, bis zum Gehtnichtmehr oder sonst was, es ist einfach nicht möglich. Und dieser Punkt stört dann doch schon etwas. Gut, dann kommen wir noch auf das Finale zu sprechen. Das Finale ist von der Inszenierung her sehr gut gemacht. Auch, ja, ich weiß nicht, ob ich es verraten soll. Ja, für alle, die keinen Spoiler wollen, jetzt weghören. Es kommt ein Blutregen vor. Das habe ich von der Stilistik her recht interessant gefunden. Nur kommen wir halt beim Finale auch wieder zu diesem Punkt, dass eine Person unglaublich viel aushalten muss und beziehungsweise auch übermenschliche Kräfte entwickelt, was auch wieder etwas lächerlich wirkt. Allerdings ist das Finale auch vom Splatter-Aspekt her am wirklich deftigsten ausgefallen und das ist halt auch hier im Finale recht verwunderlich, dass das so unbeschadet die FSK passiert hat, sage ich mal. Ja, ansonsten ist es mir halt einfach zu over the top und zu übertrieben und zu sehr auf modern gemacht. Vor allem haben mich diverse Sachen auch an andere Filme erinnert. Ich nenne hier einfach nur mal The Ring oder The Grudge, um jetzt ohne jetzt näher auf das Einzelne einzugehen. Ja, was sagst du dazu? Ja, dieser Punkt mit diesem Finale. Also, wer sich diesen Film anschaut, ich sag nur so viel. Er kann sozusagen ein hochgradiges Brutalo-Finale erwarten. Also, da wird wirklich draufgehalten und eine Splatter, ja, Orgie sozusagen, wird da abgefeiert. Ich sag nur Stichwort Kettensäge. Also, das wird eigentlich schon den meisten genügen. Und ja, im Grunde genommen, das Finale hat mich aber auch sehr überrascht. Also, muss ich sagen, ich hätte es etwas anders erwartet. Ja, dann vielleicht noch kurz auf die Dämonen selber zu sprechen zu kommen. Ja, die Masken habe ich im Alten etwas besser gefunden, habe ich einfach etwas gruseliger gefunden. Sicher sind sie hier aufwendiger gestaltet, aber halt einfach nicht mehr so eindrucksvoll. Ja, die Sprüche, die sie raushauen, sind teilweise sehr cool und auch passend. Nur hätte man hier auch wieder etwas mehr bringen können, finde ich. Vor allem da hier eine Szene aus dem Trailer, aus dem allseits bekannten, fehlt. Wir haben in diesem Film gesessen und haben die ganze Zeit gewartet, bis diese Szene noch kommt. Und wir haben uns schon gefragt, wann kommt diese Szene noch? Kommt die überhaupt noch? Und sie ist nicht mehr gekommen. Also, falls ihr den Trailer seht, da kommt wie gesagt was vor, was im Film nicht vorkommt. Ja, im Prinzip können wir es eigentlich auch verraten, da man es ja im Trailer sehen kann. Und zwar, es geht um diese Szene, wo dir der Dämon, also diese Tussi da unter der Kellertür da rausguckt und dann dieses Liedchen trällert, irgendwie wir kriegen dich oder wir werden dich bekommen, irgendwie sowas. Diese Szene kommt definitiv in diesem Film nicht vor. Eventuell später vielleicht in der Unrated, aber hier im Kino ist diese Szene definitiv nicht drin. Und lieber Silenzium, wir haben ja noch einen Punkt und zwar, ja, es ist ein kleiner Gag sozusagen von uns. Wir haben uns aber beide das einfach nur gedacht. Keiner hat es dem anderen gesagt, erst wie wir aus dem Kino waren. Und zwar einfach, ich sag's mal, MacGyver-like. Ja, MacGyver-like. Also hier, ich will nicht zu viel von der Szene Ja, verraten, da kann man nichts verraten. aber wie gesagt, MacGyver, wenn euch der ein Begriff ist, so viel sei dazu gesagt. Jeder weiß ja, der Genau. bastelt wieder was. Und ja, also Fazit, ich sag mal, wir beide bevorzugen das Original. Der neue Film ist halt einfach ein ja, schöner Horror-Splatter-Film für zwischendurch, aber er kommt nicht an das Original ran. Ja, im Endeffekt hört sich jetzt vielleicht unsere Kritik im Allgemeinen
etwas schlecht an. Allerdings hört sich das alles auch wieder viel schlimmer an, als es eigentlich ist. Wir waren von dem Film eigentlich recht begeistert, wir waren zufrieden. Nur ist es halt für uns kein wirklicher Tanz der Teufel, sage ich mal. Dafür hat dieser Film in diesem Aspekt einfach etwas zu wenig geliefert, von der Atmosphäre her und vom ganzen Aufbau her. Und ja, das ist, wie Wobei, gesagt, Atmosphäre hat er schon auch schon, aber an wie einigen gesagt, mit der Stellen, ganzen aber. Splatterei bußt er halt an manchen Stellen etwas ein. Gut, das war's dann eigentlich soweit von uns. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Wir geben noch eine Punktewertung ab, nicht, dass ihr dann ohne Punktewertung dasteht. Also von mir bekommt dieser Film mal gute 8 von 10. Aufgrund der, wie gesagt, neuzeitigen Art, die er an den Tag legt, der Splatter-Effekte und sonstigen, bekommt er von mir eine gute 8 von 10. Dem schließe ich mich an. Der Film kriegt auch eine 8 von 10 von mir. Für mehr hat es leider einfach nicht gereicht. Aber es ist ein guter Film und wir sprechen eine Empfehlung aus. Ja, also. Wie gesagt, geht ins Kino, schaut ihn euch an und wer einfach nicht so viel Geld fürs Kino ausgeben will, sollte halt dann einfach auf die DVD und Blu-ray-Veröffentlichung warten. Gut, das war's dann von unserer Seite. Schreibt mir wie üblich in die Kommentare unten, wie ihr den Film fandet oder ob ihr ihn euch noch ansehen werdet oder nicht. Oder ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Silenzium 141. Und euer Next Time. Servus.